Wir hatten uns ja gestern kurzzeitig gefreut, dass unser Problem mit der Kupplung so leicht zu beheben war. Und wir wollten noch was an der Lenkung verändern. Das war ausgelutscht. Und dann meinte er ja, heute, also einen Tag später, ist das Teil da und er baut es ein und alles ist fertig. Und dann haben wir den Tag länger hier verbracht und uns gefreut, dass es so günstig war, dieses Problem mit der Kupplung. Und dann haben wir heute eine Probefahrt gemacht und es war das gleiche Problem. Wieder irgendwas mit der Kupplung, mit dem, es geht gar nicht. Und er meinte, ja, das ist irgendein Problem im Motor mit der Kupplung. So kann es auch laufen. Mann, Alter, bin ich deprimiert. Er hat jetzt irgendwas nach Vietnam geschickt und es soll morgen wieder da sein. Es dauert wieder einen Tag. Er muss das Teil ausbauen, irgendwo hinschicken und bekommt das wieder. Und morgen früh um 10 soll alles fertig sein. Er hätte es, so wie ich es verstanden habe, hat er die Kupplung jetzt ausgebaut und nach Vietnam geschickt und morgen ist sie auf einmal wieder da, repariert. Es ist schon schwierig, wenn man sich nicht richtig verständigen kann. Und nur mit dem Google-Übersetzer funktioniert es auch nicht, das ist nicht das Wahre. Auf jeden Fall sind wir gerade ein bisschen geknickt, dass wir eventuell so eine Scheiße gekauft haben. Aber dafür bin ich nicht Techniker genug, um das von vornherein zu sehen. Keine Ahnung. Hattet ihr auch schon mal sowas? Irgendwas kaufen, wo ihr nicht drin gesteckt habt und im Nachhinein habt ihr gemerkt, das hätte ich vielleicht nicht kaufen sollen. Oder ich hätte mir was anderes kaufen sollen. Naja, hoffentlich funktioniert die Kiste morgen wieder und wir können damit weiterfahren, denn wir haben Großes vor mit diesem Motorrad. Ich gehe jetzt weinen. Richtig weinen. Wiedersehen. Ich bin an diesem neuen Tag schon das zweite Mal auf dem Weg zur Werkstatt. Vor einer Stunde war der Mechaniker nämlich noch nicht so weit. Der hat da irgendwie so ein bisschen unbeholfen rumgewerkelt und er meinte, er braucht noch 1 bis 2 Stunden. Und da wir aber bald auschecken müssen aus unserem Gasthaus, gehe ich da jetzt nochmal hin. Vielleicht bewirkt es ja irgendwas. Bin immer noch ein bisschen genervt. Aber wir werden sehen, was jetzt dabei rauskommt. Meint er zu mir, um 2, also in 2 Stunden ist es fertig. Er ist ja auch nur am An- und Abbauen von irgendwelchen Teilen, also immer von dem Motordeckel, irgendwas ist das Einstellungssache, keine Ahnung, und er kriegt es gerade nicht hin. Er war auch schon völlig genervt von mir, dass ich da rumsaß und ihm zugeguckt habe. Ich konnte es jetzt einfach nicht aushalten. Er hat mir dreimal gezerrt, ich soll weggehen, irgendwas essen. Alter, bin ich satt von dem Typen. Nach 2 Tagen haben wir endlich unser super geiles Moped wieder und wir sind fahrbereit. Ja, endlich. Der Mechaniker war auch froh, er hat sich die Stirn gewischt und war froh, dass es endlich fertig ist, dass es funktioniert. Wir dachten, wir kommen hier schon gar nicht mehr weg. Ja, zwischendurch kamen dann schon andere Laoten, haben gefragt, wie teuer das ist und so. Ich habe gedacht, ich habe vermutet, die stecken unter einer Decke. Aber das war so Kopfkino. Ja. Naja. Also, es geht los. Ich freue mich. Hoffen wir mal, dass wir damit jetzt fahren können. Problemlos. Wir hoffen nicht. Wir wissen es, dass wir damit fahren werden. Problemlos. Okay, auf geht's.
Wir machen gerade einen kleinen Stopp, weil die Aussicht hier so genial ist. Seht ihr das? Und da? Hier ist so ein kleiner Bach und da sind überall diese abgestorbenen Bäume drin. Das sieht so gruselig aus. Da fehlen mir ein bisschen die Worte, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall haben wir noch 20 Kilometer, dann sind wir da. Das Moped läuft bis jetzt sehr gut. Beschreien wir mal nichts, wenn es so heißt, das Sprichwort. Ja, und da kommt die geilste Beifahrerin. Wie cool ist bitte die Landschaft? Voll cool! Schön doof sein. Wir sind angekommen. Von dem Stop da vorne bis hierher war es auch nur noch ein Katzensprung. Ja. Haben das Zimmerchen hier. Zack. Das war's auch schon. Zahlen 80.000 dafür. Aber unseren Ausblick hast du nicht gezeigt. Und wir sind jetzt mitten im Mekong, in so einem kleinen Dörfchen. Und wir fahren morgen auch schon wieder weiter. Weil wir haben ja 2 Tage in diesem anderen Dorf verplempert. Wir gehen jetzt was essen und dann werden wir ins Bettchen gehen. Oder vielleicht noch uns den Ort hier angucken. Kussi, bis morgen. Mann, wo war ich denn jetzt? Verdammter Kacke. Es gibt so eine Loops, die in eine Schnellstraße abgehen.